In diesem Kapitel wollen wir uns der Frage zuwenden, ob die Kongruenz x² kongruent d modulo p, wobei p eine Primzahl ist und d eine ganze Zahl, die nicht kongruent 0 modulo p ist, eine Lösung hat. Falls ja, nennen wir d einen quadratischen Rest modulo p und falls nicht, heißt d quadratischer Nichtrest. Die Frage ist natürlich äquivalent zur Frage, ob x² gleich Restklasse von d im Körper fp eine Lösung hat. Wir haben im letzten Kapitel schon gesehen, dass wir diese Frage lösen können, indem wir mit dem diskreten Logarithmus explizit eine Lösung ausrechnen. Allerdings ist das mit einem hohen Rechenaufwand verbunden und wir werden in diesem Kapitel ein viel schnelleres Verfahren vorstellen, um zu entscheiden, ob diese Kongruenz eine Lösung hat oder nicht. Wir führen jetzt das Legendre-Symbol a über p ein, wobei p eine Primzahl ist und das ist folgendermaßen definiert. A über p ist gleich 1, falls x² kongruent a modulo p lösbar ist und a nicht kongruent 0 modulo p ist. Es ist minus 1, falls x² kongruent a modulo p nicht lösbar ist und es ist 0, falls a kongruent 0 modulo p ist. Im Folgenden werden wir die ganzen Sätze immer im Fall beweisen, dass p eine ungerade Primzahl ist. Der Spezialfall p gleich 2 wird in den Übungen abgehandelt werden. Das folgende Lemma wird im weiteren Verlauf noch wichtig sein, um diverse Eigenschaften des Legendre-Symbols zu beweisen. Es besagt Folgendes, nämlich wenn wir eine ungerade Primzahl p nehmen und eine primitive Wurzel z, dann gilt für z hoch k über p, dass das gleich minus 1 hoch k ist. Wenn jetzt k im Bereich von 1 bis p minus 1 läuft, durchlaufen wir damit alle Restklassen. Daher folgt damit insbesondere, dass es genauso viele quadratische Reste wie Nichtreste gibt. Und wenn wir jetzt die ganzen Legendre-Symbole für alle Restklassen aufaddieren, dann folgt daraus, dass das gleich eine alternierende Summe von plus minus 1 ist, also ist das Ergebnis gleich 0. Für den Beweis beobachten wir zuerst, dass z hoch 2l natürlich ein quadratischer Rest ist, weil es als z hoch l im Quadrat geschrieben werden kann. Es bleibt also jetzt der Fall der ungeraden Exponenten hier zu betrachten. Also wir nehmen an, dass z hoch 2l plus 1 kongruent a Quadrat modulo p ist. Und da jetzt z eine primitive Wurzel ist, also dessen Potenzen alle Restklassen durchläuft, gibt es ein k in 1 bis p minus 1, sodass wir schreiben können, dass a kongruent zu z hoch k modulo p ist. Und wenn wir jetzt für das a das z hoch k hier oben einsetzen, erhalten wir, dass dann z hoch 2l plus 1 kongruent zu z hoch 2k modulo p ist. Wir wenden jetzt den diskreten Logarithmus an, das heißt, wir erhalten die Gleichung 2l plus 1 kongruent 2k modulo p minus 1 und das können wir natürlich umformulieren. Das ist äquivalent zu 2 mal k minus l kongruent 1 modulo p minus 1. Und wir wollen das jetzt nach k minus l lösen und da verwenden wir Satz 3,8 und wir wissen, dass es von dieser Kongruenz eine Lösung gibt, wenn der GGT von 2 und p minus 1 1 teilt. Aber da p hier eine ungerade Primzahl ist, ist der GGT von 2 und p minus 1 gleich 2 und 2 teilt nicht 1. Also es gibt keine Lösung. Das heißt, z hoch 2l plus 1 ist kein quadratischer Rest. Naja, und dass diese Summe hier gleich 0 ist, ich hatte es quasi vorhin schon erwähnt, warum das gilt. Wir haben jetzt bewiesen, dass die Hälfte der Elemente quadratische Reste bzw. Nichtreste sind. Das heißt, die Summe hier hebt sich gerade auf, da das hier eine Summe von alternierenden Plus und Minus Einsen sind.
Im folgenden Satz werden wir einige Eigenschaften des Legendre-Symbols beweisen. Also sei hier P eine ungerade Primzahl und A und B ganze Zahlen. Dann besagt der erste Punkt, dass das Legendre-Symbol nur von der Restklasse von A modulo P abhängt. Also dass A über P gleich B über P ist, für A Kongruent B modulo P. Der zweite Punkt besagt, dass A über B kongruent zu A hoch P minus 1 halbe modulo P ist. Also damit können wir das Legendre-Symbol konkret ausrechnen. Der dritte Fall ist ein Spezialfall vom zweiten, der besagt, dass minus 1 über P gleich minus 1 hoch P minus 1 halbe ist. Und da wir hier P als ungerade angesetzt haben, kommen modulo 4 für P quasi nur zwei Fälle vor, nämlich P kongruent 1 modulo 4 und P kongruent 3 modulo 4. Und wenn man das einsetzt, sieht man genau, dass das gleich plus oder minus 1 ist. Die vierte Aussage ist, dass das Legendre-Symbol multiplikativ ist, also dass A B über P gleich A über P mal B über P ist. Und der fünfte, also die fünfte Aussage, die folgt quasi aus der vierten, nämlich man kann das B-Quadrat über P hier rausziehen. Das B-Quadrat über P ist aber gerade gleich B über P mal B über P. Und das ist beides Male gleich plus 1 mal plus 1 oder minus 1 mal minus 1. Also genau von der Definition her, vom Legendre-Symbol kann das ja nur plus oder minus 1 sein. Das heißt, dieses B-Quadrat trägt hier gar nichts dazu bei. Und wir haben, dass A mal B-Quadrat über P gleich A über P ist. Die Aussage, dass a über p gleich b über p ist, für a kongruent b modulo p, folgt natürlich direkt aus der Definition. Nämlich wenn a eine quadratische Rest ist modulo p, b aber kongruent zur a ist, dann ist natürlich a genau dann quadratischer Rest, wenn b ein quadratischer Rest ist. Die zweite Aussage des Satzes besagt, dass a über p kongruent zu a hoch p minus 1 halbe mod p ist. Und für a kongruent 0 modulo p ist die Aussage klar, weil die linke Seite hier ist per Definition gleich 0 und die rechte Aussage ist auch gleich 0 modulo p, weil wir ja a kongruent 0 modulo p angenommen haben. Das heißt, im Weiteren werden wir annehmen, dass a nicht kongruent 0 modulo p ist. Wir beobachten jetzt erstmal, dass a hoch p minus 1 halbe im Quadrat, was ja gleich a hoch p minus 1 ist, das ist kongruent 1 modulo p wegen der Verschärfung des kleinen Satzes von Fermat. Das heißt, a hoch p minus 1 halbe ist eine Lösung der quadratischen Gleichung, nämlich x² kongruent 1 modulo p. Und wir hatten gesehen, dass modulo einer Primzahl so eine quadratische Gleichung nur die Lösung plus oder minus 1 haben kann. Da jetzt aber das Legendre-Symbol auch nur plus oder minus 1 sein kann und das hier modulo p auch nur plus oder minus 1 ist, reicht es zu untersuchen, wann beide 1 sind. Wir nehmen uns jetzt eine primitive Wurzel z modulo p und dann können wir a schreiben als a gleich z hoch l, für l hier eine natürliche Zahl. Und dann ist natürlich a hoch p minus 1 halbe kongruent zu z hoch l mal p minus 1 halbe modulo p. Wenn wir jetzt das z hoch l mal p minus 1 halbe kongruent 1 modulo p annehmen, dann gilt, weil die Ordnung von z gleich p minus 1 ist, dass, also wenn das hier kongruent 1 modulo p ist, dass dann p minus 1 l mal p minus 1 halbe teilen muss. Das ist aber genau dann der Fall, wenn l gerade ist. Wenn l gerade ist, ist das aber genau dann der Fall, wenn z hoch l über p gleich 1 ist. Also zusammenfassend haben wir gezeigt, dass wenn
dieser Term hier, also z hoch l mal p minus 1 halbe, Kongruent 1 modulo p, ist genau dann, wenn z hoch l über p gleich 1 ist. Und wenn wir jetzt a zurück substituieren, bekommen wir gerade die Aussage, also die zweite Aussage, die wir zeigen wollten, a hoch p minus 1 halbe, Kongruent 1 modulo p, genau dann, wenn a über p gleich 1 ist. Wie wir schon bemerkt haben, ist die dritte Aussage quasi ein Spezialfall der zweiten, nämlich für a gleich minus 1. In der zweiten Aussage wäre hier allerdings ein Kongruenzzeichen. Da aber beide Seiten nur plus oder minus 1 sein können, ist die Kongruenz automatisch eine Gleichheit. Für die vierte Aussage benutzen wir wieder die zweite Aussage. Und die hat ja besagt, dass a über p kongruent zu a hoch p minus 1 halbe ist. Also ist hier das Produkt von a über p mit b über p kongruent zu a hoch p minus 1 halbe mal b hoch p minus 1 halbe. Das multiplizieren wir zusammen und erhalten a mal b hoch p minus 1 halbe. Und jetzt benutzen wir wieder die zweite Aussage und das gibt a mal b über p. Wir haben also jetzt eine Kongruenz bewiesen, a über p mal b über p ist kongruent zu a mal b über p. Aber wir beobachten jetzt, dass diese beiden Zahlen hier, als auch diese Zahl hier, nur plus oder minus 1 sein können. Das heißt, die Kongruenz ist wirklich eine Gleichheit. Die fünfte Aussage folgt jetzt direkt aus der vierten. Nämlich, wenn wir a mal b Quadrat über p haben, können wir das auseinanderziehen. Das ist a über p mal b über p im Quadrat. Da aber b über p nur plus oder minus 1 ist, ist das Quadrat auf jeden Fall 1. Wir erhalten also a über p. Und das ist das, was zu zeigen war. Wir haben ja im letzten Satz bewiesen, dass das Legendre-Symbol multiplikativ ist. Und das wird uns helfen, das Legendre-Symbol allgemein zu berechnen. Also wenn wir das Legendre-Symbol von a über p berechnen wollen, dann zerlegen wir jetzt a in seine Primfaktoren, nutzen jetzt die Multiplikativität aus, also a über p ist dann gleich minus 1 über p hoch j mal das Produkt über die Primfaktoren qi über p hoch ri. Den ersten Faktor, den haben wir jetzt auch im letzten Satz ausgerechnet. Es bleibt also, die letzten Faktoren hier zu analysieren. Und hier treten natürlich nur Primzahlen auf. Das heißt, wir müssen nur q über p für primes q analysieren. Wir fangen mit dem Fall an, dass q gleich 2 ist. Also das ist das Lemma 8,4, indem wir das entsprechende Legendre-Symbol ausrechnen. Also sei p eine ungerade Primzahl, dann gilt, dass 2 über p gleich minus 1 hoch p² minus 1 Achtel ist. Und das ist gleich plus 1, wie wir sehen werden, wenn p kongruent plus minus 1 modulo 8 ist. Und minus 1, wenn p kongruent plus minus 3 modulo 8 ist. Für den Beweis benutzen wir wieder die zweite Aussage des letzten Satzes, nämlich dass 2 über p kongruent zu 2 hoch p minus 1 halbe modulo p ist. Und um jetzt diesen letzten Term zu berechnen, werden wir die gaußschen Zahlen verwenden. Wir nutzen nämlich aus, dass in Zi 2 geschrieben werden kann als minus i mal 1 plus i Quadrat. Und wenn wir das jetzt einsetzen, erhalten wir, dass 2 hoch p minus 1 halbe gleich minus i hoch p minus 1 halbe mal 1 plus i hoch p minus 1 ist. Jetzt erweitern wir das mit 1 plus i, also wir erhalten minus i hoch p minus 1 halbe geteilt durch 1 plus i mal 1 plus i hoch p. Wenn wir jetzt modulo p rechnen, dann gilt, dass 1 plus i hoch p kongruent zu 1 plus i hoch p ist. Wie sieht man das? Naja, wir hatten das früher schon mal sowas ähnliches berechnet. Wenn wir hier den binomischen Leersatz verwenden, dann erhalten
alle Terme außer 1 und i hoch p ein Vielfaches von p. Wenn wir aber modulo p rechnen, fallen die Terme alle weg und es bleibt also nur 1 plus i hoch p übrig. Wenn wir das jetzt einsetzen hier oben und außerdem noch mit 1 minus i erweitern, dann erhalten wir diesen Term. Wir multiplizieren jetzt das hier aus, dann erhalten wir 2 und wir multiplizieren auch das hier aus, dann erhalten wir minus i hoch p minus 1 halbe plus minus i hoch p plus 1 halbe mal 1 plus i hoch p modulo p. Und da jetzt i hoch 4 bzw. minus i hoch 4 gleich 1 ist, sieht man, dass die rechte Seite nur abhängt von p modulo 8. Also wenn ich p ersetze mit p plus 8k, dann sehe ich hier, dass wenn ich hier 8k einsetze, also p anstatt p, p plus 8k, kommt hier ein Zusatzterm 8k halbe dazu, das heißt 4k, aber 4k minus i hoch 4k ist gleich 1. Also die rechte Seite hängt wirklich nur von p modulo 8 ab. Das heißt, ich muss einfach nur Werte einsetzen, also entweder plus minus 1 oder plus minus 3. Wir hatten ja p als ungerade angenommen, also das sind die einzigen vier Werte modulo 8, die p annehmen kann. Und wenn ich das jetzt wirklich explizit ausrechne, dann sehe ich, dass für plus minus 1 eben plus 1 rauskommt und für plus minus p Konkurrent plus minus 3 minus 1. Das heißt, wir haben ausgerechnet, dass 2 über p gleich diesem hier ist und im nächsten Schritt wollen wir jetzt ausrechnen, dass diese Seite hier gleich dem Term in der Mitte ist. Also das bleibt zu zeigen. Wir setzen jetzt in diesem Term hier wirklich p plus 8 mal k ein für p. Also wir wollen zeigen, dass dieser Term auch wirklich nur abhängt von p modulo 8. Also wir setzen hier für p p plus 8k ein und wenn wir das ausmultiplizieren, erhalten wir p² plus 16kp plus 64k² minus 1 durch 8. Das heißt, wir erhalten hier wieder p² minus 1 Achtel, 16kp wird, durch 8 wird zu 2kp, 64k² durch 8 wird zu 8k². Naja, aber da minus 1 Quadrat gleich 1 ist, beziehungsweise minus 1 hoch 8 gleich 1 ist, erhalten wir hier, dass das minus 1 hoch p Quadrat minus 8 ist. Das heißt, dieser Term ist wirklich nur abhängig von p modulo 8. Naja, und dann setzen wir wieder plus minus 1 und plus minus 3 für p ein und rechnen explizit aus, dass hier jeweils dasselbe rauskommt. Wir haben jetzt gesehen, wie man minus 1 über p und 2 über p ausrechnet. Um jetzt das allgemeine Legendre-Symbol zu berechnen, verbleibt jetzt der letzte Fall, nämlich wie man q über p für eine ungerade Primzahl q ausrechnet. Dafür werden wir das sogenannte quadratische Reziprozitätsgesetz beweisen, also wenn p nicht gleich q ist und das sind zwei ungerade Primzahlen, dann gilt, dass q über p gleich minus 1 hoch p minus 1 halbe mal q minus 1 halbe mal p über q ist. Das heißt, wenn man es wirklich explizit ausschreibt, dass q über p gleich minus p über q ist, für p kongruent q kongruent 3 modulo 4, also wenn man sieht, dass dieses Produkt hier wirklich nur von p und q modulo 4 abhängt. Und wenn man p und q, sagen wir gleich 3 einsetzt, dann kommt hier 3 minus 1 geteilt durch 2, das ist 1 und hier auch 1. Also minus 1 hoch 1 ist 1, also dieses Minuszeichen macht hier Sinn. Wenn aber eines von den p oder q gleich 1 modulo 4 ist, dann ist hier einer von den Faktoren gleich 0. Es kommt hier also 0
als, also minus 1 hoch 0 als Vorzeichen raus. Das heißt, Q über P ist dann gleich P über Q. Bevor wir jetzt zum Beweis des quadratischen Reziprozitätsgesetzes kommen, möchten wir ein Beispiel rechnen, damit man mal sieht, wofür das quadratische Reziprozitätsgesetz eigentlich nützlich ist. Wir wollen das Legendre-Symbol 59 über 89 ausrechnen. Das heißt, wir wollen wissen, ob 59 ein Quadrat ist modulo 89. Im ersten Schritt benutzen wir gleich das quadratische Reziprozitätsgesetz. Und hier sehen wir, dass 89 modulo 4 kongruent 1 ist. Das heißt, wir befinden uns hier im zweiten Fall. Das heißt, 59 über 89 ist gleich 89 über 59. Wir können jetzt Vielfache von 59 hier abziehen, weil wir ja wissen, dass das Legendre-Symbol nur von der Restklasse modulo der Primzahl hier abhängt. Das heißt, 89 über 59 ist gleich 30 über 59. Wir machen jetzt hier eine Primfaktorzerlegung von 30. 30 ist gleich 2 mal 3 mal 5. Das heißt, wir erhalten hier ein Produkt von drei Legendre-Symbolen. Und das erste von denen, nämlich die 2 über 59, können wir jetzt mit dieser Regel ausrechnen. Gut, wir wissen, modulo 8 ist 59 kongruent 3. Das heißt, wir befinden uns hier in diesem unteren Fall. Das heißt, 2 über 59 ist gleich minus 1. Bei 3 über 59 ist es so, 3 ist natürlich kongruent 3 modulo 4 und 59 ist auch kongruent 3 modulo 4. Das heißt, wir erhalten hier 3 über 59 ist gleich minus 59 über 3. Für das dritte Symbol hier, 5 über 59, sieht man ganz leicht, dass 5 kongruent 1 modulo 4 ist. Das heißt, wir sind im unteren Fall. Das heißt, 5 über 59 ist gleich 59 über 5. So, jetzt kürzen wir hier noch diese minus 1 weg. Und wir benutzen wieder, dass das Legendre-Symbol nur von der Restklasse abhängt. Also wir können Vielfache von 3 hier abziehen. Das heißt, wir erhalten für 59 über 3 erhalten wir 2 über 3 und für 59 über 5 erhalten wir 4 über 5. Das Legendre-Symbol 2 über 3 können wir jetzt wieder mit dieser Regel ausrechnen. Und wir sind hier im unteren Fall, weil wir haben ja 3 ist kongruent 3 modulo 8. Das heißt, dieses Legendre-Symbol ist gleich minus 1. Und die 4 über 5, da benutzen wir, dass 4 ein Quadrat ist. Das heißt, wir erhalten, wenn wir jetzt noch die Multiplikativität des Legendre-Symbols ausnutzen, wir erhalten, dass das gleich, das 4 über 5 ist gleich 2 über 5 mal 2 über 5. Da jetzt aber das Legendre-Symbol nur Werte plus oder minus 1 annimmt, ist ein Quadrat auf jeden Fall gleich plus 1. Das heißt, wir erhalten insgesamt für dieses Legendre-Symbol minus 1. Und das bedeutet, dass 59 kein Quadrat ist, modulo 89. Um jetzt das quadratische Reziprozitätsgesetz zu beweisen, müssen wir noch ein bisschen Theorie einführen, nämlich die sogenannten Gauss-Summen. Dafür nehmen wir uns eine ungerade Primzahl p und eine p-te primitive Einheitswurzel xi, die gegeben ist zum Beispiel durch x von 2pi durch p. Und dann ist die Gauss-Summe von a für ein ganzzahliges a, sodass das a nicht kongruent 0 ist modulo p gegeben als, also wir bezeichnen die Gauss-Summe von a mit ga, und ga ist gegeben als Summe k gleich 1 bis p minus 1, Legendre-Symbol k über p mal xi hoch a mal k. Und man sieht leicht, dass die Gauss-Summe nur von der Restklasse von a modulo p abhängt. Das heißt, wenn ich hier a mit a plus, sagen wir mal, l mal p ersetze, dann sieht man leicht, dass xi hoch l mal p, was ja gleich xi hoch p hoch l ist,
dass das gleich 1 ist, weil ja schon Xi hoch p gleich 1 ist, weil wir angenommen hatten, Xi ist eine p-te primitive Einheitswurzel. Also diese Gauss-Summe hängt von a nur modulo p ab. Und im nächsten Lemma werden wir dann zeigen, wie der Zusammenhang von dieser Gauss-Summe mit dem Legendre-Symbol ist. Wir werden im Folgenden im Ring Z adjungiert Xi rechnen, was gleich die direkte Summe von k gleich 0 bis p minus 1 ist von z hoch Xi k. Die Multiplikation ist hier folgendermaßen definiert. Wenn ich ein Element a mal Xi hoch k habe und das möchte ich multiplizieren mit einem Element b mal Xi hoch l, dann ist das Produkt der beiden a mal b mal Xi hoch k plus l. Und wir werden die Elemente dieses Rings auch manchmal modulo einer Primzahl q betrachten und dann bedeutet das, dass wir alle Koeffizienten der Xi k modulo q betrachten. Also das heißt, wir rechnen im Ring z durch qz adjungiert Xi, was ja gleich die direkte Summe k gleich 0 bis p minus 1 z durch qz Xi hoch k ist. Das Lemma, was jetzt die Verbindung zwischen den Gauss-Summen und dem Legendre-Symbol herstellt, ist nun das Lemma 8,8. Also wir nehmen uns ungerade Primzahlen p ungleich q und einen a, was nicht kongruent 0 modulo p ist, und dann gilt, dass die Gauss-Summe von a gleich ist dem Legendre-Symbol a über p mal g1. Zweitens gilt, dass das Quadrat g1 Quadrat gleich minus 1 über p mal p ist und das definieren wir als p Stern. Und drittens gilt, dass g1 hoch q kongruent ist zu gq modulo q im Ring z adjungiert Xi. So, wir wollen jetzt die erste Aussage des Satzes beweisen, also dass die Gauss-Summe von a gleich dem Legendre-Symbol von a über p mal g1 ist. Da jetzt a über p nur plus oder minus 1 sein kann, können wir diese Gleichung hier mit a über p multiplizieren. Das heißt, wir haben hier auf der linken Seite a über p mal ga und hier haben wir a über p Quadrat mal g1. Aber a über p, wenn ich das quadriere, dann kommt natürlich 1 raus, eben weil das immer nur plus oder minus 1 ist. Also es reicht zu zeigen, dass a über p ga gleich g1 ist. Naja, und da schreiben wir jetzt quasi die Definition hin. Also a über p mal ga ist gleich Summe k gleich 1 p minus 1 k über p xi hoch ak, das wäre hier die Gauss-Summe und dann müssen wir alles noch mit a über p multiplizieren, was wir ja auch hier tun. Jetzt nutzen wir hier die Multiplikativität aus des Legendre-Symbols. Das heißt, wenn wir zu diesem Schritt gehen, steht hier einfach Legendre-Symbol a mal k über p. Und jetzt nutzen wir aus, dass die Linksmultiplikation mit a ein Isomorphismus in up ist. Das ist ja klar, weil a ist nicht kongruent 0 modulo p, also in up, das ist ein Element in up, aber alle Elemente in up sind invertierbar. Und wenn ich mit dem invertierbaren Element multipliziere, ist das natürlich ein Isomorphismus. Das bedeutet aber, wenn k alle Elemente in UP durchläuft, dann durchläuft auch A mal K alle Elemente in UP. Und das Gute ist natürlich jetzt, dass wir quasi nur in UP rechnen müssen, weil AK über P als auch Xi hoch AK nur von der Restklasse von K bzw. von AK modulo P abhängt. Das heißt, ich kann dieses a über p mal ga, was wir ja hier oben gesehen haben, dass das gleich Summe k gleich 1 bis p minus 1 ak über p mal xi hoch ak, das kann ich auch einfach schreiben als Summe l gleich 1 bis p minus 1 Legendre Symbol l über p mal xi hoch l. Das heißt, was ich hier mache,
Ich ändere quasi nur die Summationsreihenfolge. Naja, aber dieses hier ist per Definition gleich G1. Also haben wir gezeigt, Legendre-Symbol von A über P mal GA ist gleich G1. Und das ist genau das, was wir hier oben zeigen wollten. Und daraus folgt die Aussage vom ersten Teil des Satzes. Die zweite Aussage besagt, dass die Gaußsumme von 1, also G1 im Quadrat, gleich dem Legendre-Symbol minus 1 über P mal P ist. Und um das zu beweisen, schauen wir uns erstmal Summen von Xi hoch LK an, wobei K von 1 bis P minus 1 läuft. So, wir unterscheiden da zwei Fälle, nämlich einmal, dass L ungleich 0 modulo p ist und der zweite Fall ist, dass L gleich p ist. Den werden wir hier unten anschauen. Aber wie gesagt, erstmal der Fall L nicht kongruent 0 modulo p. Und naja, als ersten Schritt fügen wir hier, die Summe geht ja hier von k gleich 1 los. Wir wollen aber von k gleich 0 los addieren. Das heißt, für k gleich 0 ist das hier gleich 1. Und wenn wir das hier jetzt schreiben, k gleich 0, haben wir hier sozusagen 1 aufaddiert. Das müssen wir natürlich hier vorne wieder abziehen. Deshalb hier die minus 1. So, das ist jetzt aber eine partielle geometrische Reihe. Das heißt, wir haben hier im nächsten Schritt die minus 1 plus Xi hoch L hoch p minus 1 geteilt durch Xi hoch L minus 1. Also man kann das relativ einfach sehen. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel das Xi hoch L als x bezeichnen, hätten wir hier x hoch p minus 1 durch x minus 1. Naja, das x hoch p minus 1 kann man aber schreiben als x minus 1 mal und dann Klammer auf 1 plus x Quadrat bis xp minus 1. Und das ist genau das, was wir hier stehen hatten. Also das zeigt hier dieses Gleichheitszeichen. Was wir jetzt tun ist, wir vertauschen das L und das P. Das können wir ja machen, weil Xi hoch L hoch P ist ja gleich Xi hoch L mal P. Aber das ist das gleiche wie Xi hoch P hoch L. Das Xi war jetzt aber eine primitive Einheitswurzel, das heißt Xi hoch P ist gleich 1, dann steht hier oben aber 0, das heißt nur diese minus 1 überlebt. Und das war jetzt also der Fall L nicht kongruent 0 modulo P und jetzt wollen wir den Fall uns anschauen, wo L gleich P ist. Da erhalten wir Xi hoch P mal K. Aber das ist natürlich gleich Xi hoch P hoch K. Xi hoch P ist wieder gleich 1. Das heißt, hier steht einfach die Summe über 1 von K gleich 1 bis P minus 1. Naja, und das ist natürlich gleich P minus 1. So, wir wollen jetzt G1 Quadrat direkt berechnen. Also wir nehmen jetzt hier einfach die Definition von G1. Also K gleich 1 bis P minus 1. K über P mal Xi hoch K, das ist das eine G1, das hier ist das andere G1. Das multiplizieren wir aus, also wir erhalten K gleich 1 bis P minus 1, L gleich 1 bis P minus 1. Hier haben wir die Multiplikativität des Legendre-Symbols benutzt, also K über P mal L über P ist gleich K mal L über P und die Xis haben wir auch zusammen multipliziert, also wir erhalten Xi hoch K plus L. Jetzt benutzen wir denselben Trick wie vorher, nämlich wir benutzen, dass S wird abgebildet auf K mal S ein Isomorphismus ist. Das heißt, anstatt dass wir hier über L summieren, können wir auch über K mal S summieren, wobei hier jetzt S von 1 bis P minus 1 auch läuft. Das heißt, wir ersetzen das L einfach hier mit K mal S. Und das L hier auch mit K mal S. Das heißt, wir erhalten hier K Quadrat S über P. Und im nächsten Schritt ist es dann so, dass wir benutzen, dass sich das Legendre-Symbol nicht ändert, wenn man hier ein Quadrat dazu addiert, multipliziert, Entschuldigung.
Das heißt, wir bekommen hier einfach nur S über P. S über P können wir aber aus der Summe rausziehen. Das haben wir hier gemacht. Und hier klammern wir einfach noch das K aus. Also insgesamt erhalten wir hier S gleich 1 bis P minus 1. S über P mal K gleich 1, P minus 1, Xi hoch K mal Klammer auf 1 plus S. Naja, diesen Term hier haben wir aber vorher berechnet. Da gab es zwei verschiedene Fälle, nämlich entweder 1 plus s ist kongruent 0 modulo p oder ist nicht kongruent 0 modulo p. Ich möchte da mal hier kurz dran erinnern. Also wenn es nicht kongruent 0 modulo p ist, ist es minus 1. Und wenn es kongruent 0 modulo p ist, dann ist es p minus 1. Das heißt, wir haben hier zwei Fälle. Und zwar, wenn s gleich p minus 1 ist, dann ist das 1 plus s natürlich gleich p. Das heißt, diesen Fall betrachten wir jetzt erstmal. Also wir nehmen jetzt hier an, s ist gleich p minus 1. Das heißt, wir bekommen hier p minus 1 über p. Das ist dieser Term. Und hier bekommen wir die Summe über xi hoch k mal p. Und da hatten wir gesehen, dass das gleich p minus 1 ist. Das heißt, für s gleich pi minus 1 bekommen wir diesen Term hier. Und für s zwischen 1 und pi minus 2, das ist dann dieser Term hier, erhalten wir für diesen Term hier gleich minus 1, weil das sind ja alle anderen Fälle. Das hatten wir ja hier gezeigt. Gut. Was wir jetzt tun ist, wir multiplizieren das aus, also wir haben hier einmal p minus 1 über p mal p, das ist dieser Term, und minus 1 mal dieser Term, den schlagen wir jetzt hier dazu, weil wir haben ja genau minus 1 mal p minus 1 über p, hier summieren wir aber nur von s gleich 1 bis p minus 2 und der eine Term p minus 1, der kommt gerade hier dazu mit dieser minus 1 und dem p minus 1 über p. Gut. Diesen Term hier können wir jetzt noch abändern, weil das hängt ja nur von der Restklasse modulo p ab. Also wir können hier p abziehen. Was wir erhalten ist minus 1 über p mal p. Also das ist dieser Term. Und für diesen Term hatten wir gesehen, dass die Summe über alle Restklassen von dem Legendre-Symbol gleich 0 ergibt, weil das ja hier eine alternierende Summe ist. Das hatten wir vorher bewiesen. Insgesamt erhalten wir also das g1² gleich Legendre-Symbol minus 1 über p mal p ist. Und das ist genau die Aussage, die wir beweisen wollten. Die dritte Aussage war jetzt, dass G1 hoch Q kongruent zu GQ ist, modulo Q. Wie beweisen wir das? Naja, im ersten Schritt nutzen wir aus, dass wir modulo Q, wenn wir hier eine Q-Potenz haben, das in die Summe reinziehen können. Das folgt wieder quasi aus den binomischen Regeln, weil alle anderen Terme, die hier beim Ausmultiplizieren entstehen würden, würden ein Vielfaches von Q sein, da wir aber modulo Q rechnen, fallen diese alle weg und deshalb kommen wir hier zu diesem Term. Hier ziehen wir das Q einfach, also wir schreiben die einzelnen Faktoren einfach hin, einzeln als Potenz von Q. Hier nutzen wir jetzt aus, dass Q ungerade ist, also dieser Term hier ist ja nur plus oder minus 1. Und wenn wir das mit einer ungeraden Zahl potenzieren, kommt genau derselbe Term raus. Das ist dieser Schritt. Naja, und das hier ist per Definition gleich GQ. Und damit haben wir quasi die dritte Aussage schon bewiesen. Wir kommen jetzt zum Beweis des quadratischen Reziprozitätsgesetzes. Also als erstes schauen wir uns mal das Legendre-Symbol von Q über P mal G1 an. Wir haben jetzt im ersten Teil des vorigen Satzes bewiesen, dass das gleich G hoch Q ist. Und gerade eben im dritten Teil des Satzes hatten wir bewiesen, dass G hoch Q kongruent zu G1
hoch q ist, modulo q. Das können wir aber schreiben als g1 mal g1 Quadrat hoch q minus 1 halbe. So, das g1 Quadrat ist per Definition p Stern. Und wir hatten ja allgemein gesehen, dass eine Zahl a hoch q minus 1 halbe gleich a über q ist, das Legendre-Symbol. Also das hier ist dann kongruent modulo q zu g1 mal p über q. Wir multiplizieren jetzt diese obere Kongruenz noch mit g1. Und dann erhalten wir das q über p mal g1 Quadrat, also was das hier ist, kongruent zu g1 Quadrat p Stern über q, das ist das hier, also damit haben wir diese Kongruenz gezeigt. Naja, und jetzt hatten wir im zweiten Teil des letzten Satzes gezeigt, dass g1 Quadrat gerade p Stern ist. Das heißt, wir erhalten insgesamt das q über p mal p Stern kongruent zu p Stern über q mal p Stern ist, modulo q. Das Nützliche ist jetzt, dass alle Terme ganze Zahlen sind, also wir befinden uns nicht mehr in diesem Ring Z adjungiert Xi und p Stern ist nicht kongruent 0 modulo q, das heißt, wir können kürzen. Das können wir, weil, naja, in diesem entsprechenden Körper wäre p Stern eine Einheit, das heißt, wir können es hier auch modulo q einfach weglassen. Das heißt, wir erhalten insgesamt, dass q über p kongruent zu p Stern über q ist. Aber p Stern ist jetzt per Definition gewesen minus 1 über p mal p. Aber dieses minus 1 über p, das hatten wir ausgerechnet, dieses Legendre-Symbol, das ist gleich minus 1 hoch p minus 1 halbe. Und das p bleibt hier natürlich stehen. Das können wir natürlich rausziehen, also wir benutzen die Multiplikativität des Legendre-Symbols und was wir insgesamt erhalten ist minus 1 über q hoch p minus 1 halbe, weil wir haben ja hier diese minus 1, haben wir ja p minus 1 halbe mal. Das heißt, wir erhalten diesen Faktor und das p über q. Jetzt benutzen wir aber wieder, dass wir das minus 1 über q ausrechnen können und das ist einfach kongruent zu minus 1 hoch q minus 1 halbe und dann müssen wir natürlich noch potenzieren mit p minus 1 halbe mal p über q, aber das ist gleich minus 1 hoch p minus 1 halbe mal q minus 1 halbe mal p über q, modulo q. Also wir haben jetzt das quadratische Reziprozitätsgesetz erstmal als Kongruenz modulo q, aber jetzt beobachten wir wieder, dass sämtliche Terme entweder plus oder minus 1 sind, das heißt die Kongruenz ist sogar eine Gleichheit. Wir kommen jetzt zum Jacobi-Symbol, was eine Verallgemeinerung des Legendre-Symbols darstellt. Also das Legendre-Symbol p über q hat mir ja erstmal hier nur für Primzahlen p und q definiert. Das Problem ist jetzt aber, wenn wir das Legendre-Symbol ausrechnen wollen, dann stoßen wir manchmal auf Zahlen, die keine Primzahlen sind und da muss man faktorisieren. Aber wir wissen ja schon, faktorisieren ist teuer, also das kann viel Rechenpower verbrauchen. Das heißt, wir wollen jetzt ein anderes oder eine Verallgemeinerung des Legendre-Symbols einführen, bei der wir sozusagen nicht mehr faktorisieren müssen. Und das ist das sogenannte Jacobi-Symbol, was wir in Definition 8.9 einführen. Und zwar sei n eine ungerade natürliche Zahl und das Produkt von i gleich 1 bis s qi hoch ri, die Primfaktorzerlegung von n, dann definieren wir einfach das Jacobi-Symbol von a über n als Produkt i gleich 1 bis s a über qi hoch ri. Man darf jetzt aber nicht den Fehler machen, dass man, also wir hatten ja das Legendre-Symbol eigentlich dafür eingeführt, um zu sehen, ob zum Beispiel jetzt p ein quadratischer Rest über q ist. Und
Die eine Richtung stimmt auch, also falls a ein quadratischer Restmodulo n ist, dann ist das Jacobi-Symbol gleich 1. Die Umkehrung gilt allerdings nicht. Also man kann jetzt nicht von der Tatsache, dass das Jacobi-Symbol gleich 1 ist, schließen, dass a über n ein quadratischer Rest ist. Also das Jacobi-Symbol ist quasi eigentlich nur hier dafür gedacht, um die Berechnung des Legendre-Symbols wirklich zu vereinfachen. Das Schöne ist jetzt, dass die Eigenschaften des Legendre-Symbols sich unmittelbar auf das Jacobi-Symbol vererben. Zum Beispiel hängt das a über n nur von der Restklasse von a modulo n ab. Und es ist auch multiplikativ in a. Wir kommen jetzt zu den Eigenschaften des Jacobi-Symbols und diese Eigenschaften sind sozusagen 1 zu 1 übernommen von den Eigenschaften vom Legendre-Symbol, nur dass hier eine Primzahl steht, eine ungerade natürliche Zahl stehen kann. Also m ist ungleich n größer gleich 3, ungerade natürliche Zahlen und dann gilt, dass minus 1 über n gleich minus 1 hoch n minus 1 halbe ist, also wie beim Legendre-Symbol. 2 über n ist gleich minus 1 hoch n Quadrat minus 1 Achtel. Und das Reziprozitätsgesetz fürs Jacobi-Symbol, m über n ist gleich minus 1 hoch m minus 1 halbe mal n minus 1 halbe n über m. Wir bemerken nochmal, der Satz gilt, falls n und m Primzahlen sind. Und das Jacobi-Symbol ist sowohl multiplikativ in n als auch in m. Und das sieht man einfach dahin, dass wenn man n und m in Primzahlen zerlegt, dann kann man hier erstmal per Definition zum Beispiel hier dieses m zerlegen als n über die ganzen PIs, die in der Primfaktorzerlegung vorkommen. Und dann wissen, also dann ist das ja, wird das Jacobi-Symbol zu einem Produkt von Legendre-Symbolen und das Legendre-Symbol ist dann auch multiplikativ. Also können wir das n in Primfaktoren zerlegen und das auch wieder miteinander multiplizieren. Und genauso macht man das dann, wenn man jetzt Produkte von Jacobi-Symbolen hat, dass man dann beweist, dass das Jacobi-Symbol multiplikativ ist. Das heißt, dieses ist halt multiplikativ für n und m. Und wenn wir jetzt zeigen können, dass die andere Seite hier auch multiplikativ in n und in m ist, dann haben wir die Sätze quasi bewiesen, weil dann können wir das Ganze auf das Legendre-Symbol zurückführen. Die Multiplikativität von minus 1 hoch n minus 1 halbe bedeutet jetzt, dass wenn ich für n n1 mal n2 einsetze, dass dann minus 1 hoch n1 mal n2 minus 1 halbe, das soll gleich sein minus 1 hoch n1 minus 1 halbe mal minus 1 hoch n2 minus 1 halbe. Und das kann man natürlich noch umschreiben. Das ist einfach gleich minus 1 hoch n1 plus n2 minus 2 halbe. Jetzt ist es so, diese beiden Terme sind natürlich gleich, wenn die Exponenten modulo 2 gleich sind. Wenn ich das Ganze noch mit 2 multipliziere, muss ich also zeigen, dass n1 mal n2 minus 1 kongruent zu n1 plus n2 minus 2 modulo 4 ist. Diese 2, also modulo 2, wird natürlich zu modulo 4, weil ich insgesamt mit 2 noch mal nehme. Naja, jetzt bringe ich aber diese Seite hier, ziehe ich ab, also bringe sie auf die andere Seite rüber. Das heißt, ich erhalte n1 mal n2 minus n1 minus n2 minus minus 2. Also ich muss 2 drauf addieren, deshalb erhalte ich hier plus 1. Und das ist kongruent 0, das soll man zeigen. Aber das Schöne ist jetzt, dass ich das hier faktorisieren kann. Das ist einfach n1 minus 1 mal n2 minus 1. Jetzt ist es aber so, dass sowohl n1 als auch n2 ungerade ist. Das heißt, das hier sind zwei gerade Zahlen, die ich miteinander multipliziere und die sind natürlich kongruent 0 modulo 4.
Die Multiplikativität von minus 1 hoch n Quadrat minus 1 Achtel zeigt man ähnlich. Also man setzt wieder für n n1 mal n2 ein und man erhält dann minus 1 hoch n1 mal n2 Quadrat minus 1 Achtel. Und man muss zeigen, dass das gleich minus 1 hoch n1 Quadrat minus 1 Achtel mal minus 1 hoch n2 Quadrat minus 1 Achtel ist. Und das kann man natürlich wieder umschreiben. Das ist gleich minus 1 hoch n1 Quadrat plus n2 Quadrat minus 2 Achtel. Wir müssen wieder zeigen, dass die beiden Exponenten kongruent sind, modulo 2. Und wir multiplizieren mit 8. Das heißt, wir müssen zeigen, dass n1 Quadrat mal n2 Quadrat minus 1 kongruent n1 Quadrat plus n2 Quadrat minus 2 modulo 16 ist für ungerade n1, n2. Ich schreibe das wieder um, indem ich hier diesen Term hier abziehe und den auf die andere Seite bringe und dann erhalten wir n1 Quadrat n2 Quadrat minus n1 Quadrat minus n2 Quadrat plus 1. Wir wollen zeigen, dass das kongruent 0 modulo 16 ist. Und das können wir hier wieder faktorisieren. Das heißt, wir haben hier n1 Quadrat minus 1 mal n2 Quadrat minus 1 und das können wir wieder weiter faktorisieren. Und zwar ist das n1 minus 1 mal n1 plus 1, n2 minus 1 mal n2 plus 1. Wieder sind n1 und n2 ungerade. Das bedeutet aber, dass alle Terme hier gerade sind. Das heißt, das Ganze ist kongruent 0 modulo 16. Ja, und als letztes müssen wir noch die Bimultiplikativität von minus 1 hoch n minus 1 halbe mal m minus 1 halbe zeigen. Das tun wir aber scheibchenweise. Also wir zeigen erst die Multiplikativität von diesem hier, minus 1 hoch n minus 1 halbe. Das haben wir aber schon hier oben gezeigt. Also wir zeigen, dass das multiplikativ ist. Und wenn dann das multiplikativ ist, potenzieren wir das nochmal mit m minus 1 halbe. Und das können wir, da haben wir auch quasi die Multiplikativität hier oben gezeigt. Ja, und damit folgt die Multiplikativität dieses gesamten Ausdrucks in n und m. Das Schöne ist jetzt, dass bei der Berechnung des Jacobi-Symbols quasi nur Divisionen mit Rest vorkommen oder man das Reziprozitätsgesetz anwenden muss. Das Höchste ist, dass man noch Faktoren wie minus 1 oder 2 abspalten muss, weil man ja für die Anwendung des Reziprozitätsgesetzes ungerade Zahlen braucht. Wir wollen jetzt nochmal das Legendre-Symbol von 59 über 89 berechnen, diesmal aber mit Hilfe des Jacobi-Symbols. Im ersten Schritt benutzen wir wieder das Reziprozitätsgesetz für das Legendre-Symbol. Und zwar 59 ist modulo 4 kongruent 3, aber 89 ist kongruent 4 modulo 1. Also wir befinden uns in diesem Fall. Das heißt, 59 über 89 ist gleich 89 über 59. Wir können jetzt Vielfache von 59 abziehen. Wir erhalten also 30 über 59. Und jetzt sind wir hier in dem Fall, dass wir hier eine gerade Zahl haben, also wir müssen 2 abspalten. Das heißt, wir erhalten hier 2 über 59 mal 15 über 59. Wir müssen aber diesen Term hier, obwohl das keine Primzahl ist, nicht faktorisieren. Also wir können jetzt das Reziprozitätsgesetz für das Jacobi-Symbol anwenden. So, die 2 über 59 berechnen wir wieder hiermit. Wir haben gesehen, dass 59 modulo 8, dass das gleich plus 3 ist. Das heißt, wir erhalten hier minus 1. Und für die 15 über 59, da wissen wir auch, dass 15 modulo 4 kongruent 3 ist. Das heißt, wir befinden uns in diesem Fall. Das heißt, 15 über 59 ist gleich minus 1, 59 über 15. Diese zwei Minusse kürzen sich weg. Jetzt kann ich hier wieder mit Vielfachen von 15 abziehen. Also wir erhalten 14 über 15 oder wenn ich noch mal einmal die 15 abziehe, erhalten wir minus 1 über 15.
Und das kann ich berechnen, indem ich weiß, dass minus 1 über n ist gleich minus 1 hoch n minus 1 halbe. N ist hier also 15, 15 minus 1 halbe ist 7, also das ist minus 1 hoch 7, was ja gleich minus 1 ist. Wir haben jetzt mit dem Legendre-Symbol ein Werkzeug, mit dem wir recht schnell entscheiden können, ob eine Zahl d ein quadratischer Rest modulo einer Primzahl p ist. Wir wollen jetzt einen Algorithmus vorstellen, nämlich den Algorithmus von Tonelli und Schenks, mit dem man explizit Wurzeln aus einer Zahl d in fp ziehen kann. Bisher war es so, dass wir das folgendermaßen gemacht haben. Wir haben eine primitive Wurzel z modulo p gesucht und haben dann den Exponential mit Basis z von 1/2 diskreter Logarithmus von z von d berechnet. Das Problem ist aber, dass die Berechnung von diesem diskreten Logarithmus sehr langsam ist und daher stellt dieser Algorithmus von Tally und Shanks eine echte Verbesserung dar. Wir beobachten jetzt, dass es in einem Spezialfall sehr einfach ist, Wurzeln zu ziehen. Wenn nämlich p eine Primzahl ist, für die p kongruent 3 modulo 4 gilt, und wenn wir wissen, dass d ein quadratischer Rest modulo p ist, dann ist d hoch p plus 1 Viertel eine Lösung von x Quadrat kongruent d modulo p. Warum brauchen wir hier diese Bedingung p kongruent 3 modulo 4? Naja, dann ist p plus 1 kongruent 0 modulo 4. Das heißt, p plus 1 ist durch 4 teilbar und ich kann diese Zahl hier überhaupt erst definieren. Für den Beweis dieses Lemmas rechnen wir einfach d hoch p plus 1 Viertel im Quadrat ist gleich d hoch p plus 1 halbe. Das kann ich aber umschreiben zu d hoch p minus 1 halbe mal d. Und jetzt benutzen wir einfach eine Eigenschaft des Legendre-Symbols, nämlich dass d hoch p minus 1 halbe kongruent ist zu Legendre-Symbol d über p. Also wir erhalten hier insgesamt d über p mal d. Wir wissen jetzt aber schon, dass d ein quadratischer Rest ist, also ist das gleich 1 per Definition. Das heißt, das ist gleich d modulo p. Und damit haben wir gezeigt, dass d hoch p plus 1 Viertel wirklich eine Wurzel von d modulo p ist. Wir wollen jetzt einen Algorithmus herleiten, der auch auf andere Primzahlen passt. Also wir nehmen uns eine Primzahl p und schreiben dann für p minus 1 gleich 2 hoch e mal q, wobei e und q natürliche Zahlen sind und q ungerade ist. Der Fall, wenn p kongruent 3 modulo 4 ist, entspricht dann gerade dem Fall, dass e gleich 1 ist. Weil wenn p kongruent 1 modulo 4 ist, dann ist p minus 1 kongruent 0 modulo 4, dann muss also hier dieses e größer gleich 2 sein. Wir definieren uns jetzt den a als d hoch q plus 1 halbe und nehmen das erstmal als Approximation für eine Lösung der Gleichung x² kongruent d modulo p. Im Spezialfall, wenn p kongruent 3 modulo 4 ist, ist dieses q plus 1 halbe gerade p plus 1 Viertel. So, und jetzt wollen wir die Abweichung von a² und d berechnen. Wir nehmen also d ist geteilt durch a Quadrat ist einfach gleich d geteilt durch d hoch q plus 1 halbe im Quadrat, aber das gibt gerade d hoch 1 minus 2 q plus 1 halbe, also insgesamt gleich d hoch minus q. Wenn wir jetzt d durch a Quadrat hoch 2e nehmen, dann ist das gleich d hoch minus 2 hoch e mal q. Das ist aber gleich p minus 1, also erhalten wir 1 durch d hoch p minus 1. Und jetzt benutzen wir die Verschärfung des Kleinsatzes von Fermat, also das ist gleich 1, d hoch p minus 1 ist kongruent 1 modulo p, also insgesamt erhalten wir, dass das kongruent 1 modulo p ist. Und
Als Folgerung erhalten wir, dass die Ordnung von a Quadrat durch d also in UP eine Zweierpotenz sein muss. Da p eine Primzahl ist, ist die Einheitengruppe UP isomorph zu z durch p-1z. Und jetzt benutzen wir den chinesischen Restsatz, der zeigt, dass das isomorph zu z durch 2ez Kreuz z durch qz ist, wobei wir natürlich hier benutzt haben, dass p-1 gleich 2 hoch e mal q ist und dass 2 hoch e und q teilerfremd sind, weil wir ja q als ungerade angenommen haben. Wir wollen jetzt in UP Elemente finden, deren Ordnung eine Zweierpotenz ist. Da 2 eine Einheit in z durch qz ist, gilt für ein beliebiges Element xy in dieser Einheitengruppe, dass 2 hoch e mal xy gleich 2 hoch e x mal 2 hoch e y ist. 2 hoch e x ist aber, weil wir uns hier in z durch 2 e z befinden, gleich 0. Und wenn das 0 sein soll, wir wollen ja, dass 2e xy gleich 0 sein muss, muss schon y gleich 0 sein, weil ja 2 eben eine Einheit in z durch qz ist. Das heißt, wenn die Ordnung von dem Element z in UP eine Zweierpotenz ist, muss z zwingend in dieser Untergruppe hier z durch 2ez liegen und darf keine Komponente in diesem z durch qz haben. Und diese Untergruppe z durch 2ez Kreuz 0, die nennen wir H und das ist eine Untergruppe in UP. Insbesondere liegt da natürlich auch D durch A Quadrat in H, weil ja die Ordnung von D durch A Quadrat, wie wir gesehen haben, eine Zweierpotenz ist. Wir wollen jetzt dieses D durch A Quadrat mithilfe eines Erzeugers darstellen in H. Und wie findet man so einen Erzeuger? Naja, am besten durch Probieren. Also wir wählen eine Zufallszahl x und x soll echt größer 0 und kleiner p sein und wir setzen eta als x hoch q. Da jetzt aber x ungleich 0 ist, ist x in up und wir hatten ja gesehen, dass up als Produkt von z durch 2ez Kreuz z durch qz ist. Wenn ich jetzt aber x hoch q setze, dann weiß ich, dass dieses x hoch q in diesem Faktor hier 0 sein wird. Das bedeutet insbesondere, dass dieses eta hier, oder die Ordnung von eta, 2e teilt. Und wir wollen jetzt testen, ob eta ein Erzeuger von h ist, also ob die Ordnung von eta gleich 2 hoch e gilt. 2 hoch e ist natürlich auch die maximale Ordnung des Elements in H. Deshalb reicht es zu zeigen, dass eta hoch 2 hoch e minus 1 ungleich 0 oder ungleich 1 modulo p ist. Das heißt, wenn es gleich 1 modulo p ist, dann ist eta kein Erzeuger. Also das muss man sozusagen für dieses eta ausrechnen. Und wenn wir natürlich jetzt keinen Erzeuger gefunden haben, dann wählt man einfach ein neues x, fängt von vorne an, aber man findet recht schnell so einen Erzeuger, weil 2 hoch e minus 1 mal q-Elemente der 2 hoch e q-Elemente eine gute Wahl für x sind, also die einen Erzeuger liefern. Da jetzt d durch a Quadrat in dieser Untergruppe h liegt, existiert natürlich ein l, sodass d durch a Quadrat kongruent eta hoch l ist modulo p. Eta hat mir ja gerade als Erzeuger von h gewählt. Wir schreiben jetzt l in seiner zweierartigen Darstellung, nämlich l gleich i gleich 0 bis e minus 1 li 2 hoch i, wobei li in 0 oder 1 liegt. Und wir wollen jetzt die Werte von li rekonstruieren. Dafür nehmen wir an, dass die Werte von L0 bis Ls-1 schon bestimmt sind und wir wollen daraus schließen, wie Ls ist. Dafür berechnen wir d durch a Quadrat
mal x von Theta, Klammer auf, minus Summe i gleich 0 bis s minus 1 li 2 hoch i hoch 2 e minus s minus 1. Wir kümmern uns jetzt erstmal nur darum, was hier im Inneren der Klammer steht. Und wir hatten ja schon gesehen, dass d durch a Quadrat kongruent ist modulo p zu x von Theta l. L ist aber in dieser Darstellung gleich die Summe i gleich 0 bis e minus 1 li 2 i. Jetzt multipliziere ich das jetzt aber mit diesem exp. Das heißt, ich ziehe innerhalb des exps alle Terme ab von i gleich 0 bis s minus 1. Das heißt, wenn ich das mit dem multipliziere, bekomme ich ein exp, wo die Summe hier bei s losgeht und bis e minus 1 natürlich geht. Also das ist gleich exp von i gleich 1 bis s e hoch minus 1 li 2 hoch i hoch 2 e minus s minus 1. Jetzt spalte ich diese Exponentialfunktion auf. Und zwar einmal in den Term i gleich s und in die Terme i größer s. Also das werden diese und diese Terme werden. Und wenn ich das jetzt noch mit 2 hoch e minus s minus 1 potenziere, dann erhalte ich hier für i gleich s ls mal 2 hoch s hoch 2 e minus s, also das s wird hier ausgemerzt und ich erhalte 2 hoch e minus 1. Und in dem anderen Term kann ich hier einfach 2 hoch e ausklammern und ich erhalte i gleich s plus 1 bis e minus 1 li i, also das e von diesem e klammere ich hier aus und ich erhalte i minus s minus 1, was hier jetzt gleich größer 0 ist, aber der Faktor 2e ist hier entscheidend, der dafür sorgt, dass das x von diesem gleich 1 ist, weil ja eta hoch 2e gleich schon 1 ist, weil ja eta der Erzeuger von h ist und h die Ordnung 2 hoch e hat. Also was übrig bleibt, ist einfach x von eta 2 hoch e minus 1 hoch ls modulo p. Da jetzt ls nur die Werte 0 und 1 annimmt, ist dieser Term gleich 1, wenn ls gleich 0 ist, und er ist ungleich 1, wenn ls gleich 1 ist. Dieser Term ist aber modulo p gleich dieser Term, aber hier kennen wir schon alles, weil wir haben ja gesagt, wir kennen schon l0 bis ls minus 1. Das heißt, wir rechnen diesen Term aus. Wenn dieser Term ungleich 1 ist, dann wissen wir, dass ls gleich 1 ist und ansonsten ist ls gleich 0. Naja, und damit haben wir ls eindeutig bestimmt. Und man macht das dann immer weiter, bis wir alle li kennen und damit haben wir das l bestimmt. Wir wissen jetzt, dass d ein Quadrat ist. A Quadrat ist natürlich auch ein Quadrat. Das heißt, d durch a Quadrat ist natürlich ein Quadrat. Und deshalb muss l gerade sein. Aber damit finden wir, dass d kongruent zu a mal eta hoch l halbe im Quadrat ist. Das heißt, a mal eta hoch l halbe ist eine gesuchte Lösung von x Quadrat kongruent d modulo p. Naja, und damit haben wir das Problem des expliziten Wurzelziehens gelöst. Wir wollen jetzt noch ein Beispiel für den Algorithmus von Tonelli und Schenks besprechen. Wir wollen x Quadrat kongruent 5 modulo 89 lösen. Das heißt, wir wollen die Wurzel aus 5 modulo 89 berechnen. Unsere Primzahl p ist also hier 89. Unsere Zahl d ist 5. Wir berechnen jetzt p minus 1, also 89 minus 1 ist gleich
2 hoch 3 minus 11, das heißt e ist gleich 3 und q ist gleich 4. Und unsere approximative Lösung a ist gleich d hoch q plus 1 halbe, also in diesem Fall 5 hoch 11 plus 1 halbe, was gleich 5 hoch 6 ist. Und das ist kongruent 50 modulo 89. Die Einheitengruppe U89 ist jetzt isomorph zu Z durch 88Z. Mit dem chinesischen Restsatz ist das Z durch 2 hoch 3Z kreuz Z durch 11Z. Und unsere Untergruppe H ist dann also Z durch 2 hoch 3Z. Und wir wollen jetzt hier den Erzeuger dieser Untergruppe finden. Wir nehmen also eine Zufallszahl x, diese Zufallszahl x ist jetzt 3, nehmen x hoch q, q war 11, also wir nehmen 3 hoch 11 und rechnen aus, dass das kongruent zu 37 modulo 89 ist. Wir müssen jetzt ausrechnen, dass dieses Eta hoch 2 hoch e minus 1, also 2 hoch 3 minus 1, was 4 ist, also das Eta hoch 4 ungleich 1 modulo 89 ist. Und wenn man das konkret ausrechnet, ist das kongruent zu minus 1 modulo 89. Das heißt, Eta ist ein Erzeuger dieser Untergruppe H. Als Ansatz für L nehmen wir jetzt L in dieser zweiadischen Entwicklung L0 plus 2L1 plus 2 hoch 2L2 und wir rechnen jetzt aus d durch a Quadrat hoch 2 hoch 3 minus 1, was gleich 5 durch 50 Quadrat hoch 4 ist. Das ist kongruent 1 modulo 89, das heißt L0 ist gleich 0. Wir rechnen aus d durch a Quadrat 2 hoch 2 minus 1. Wir kommen jetzt kein extra Term dazu, weil dieses L0 gleich 0 ist. Das ist 5 durch 50 Quadrat hoch 2. Das ist kongruent minus 1 modulo 89. Das heißt, L1 ist gleich 1. Und im letzten Schritt müssen wir jetzt d durch a Quadrat mal 1 durch Eta Quadrat, das kommt wegen diesem L1, 1 mal 2, also deshalb Eta Quadrat ist das 2 hoch 1 minus 1, das ist halt einfach 5 geteilt durch 50 Quadrat mal 37 Quadrat, also das Eta ist ja 37 modulo 89, das ist aber kongruent 1 modulo 89, das heißt L2 ist gleich 0. Insgesamt erhalten wir also, dass L gleich 2 ist und A mal Eta durch L halbe, was ja hier 2 durch 2 ist, ist einfach A mal Eta und das ist kongruent 70 modulo 89. Das heißt, eine Lösung von x² kongruent 5 modulo 89 ist 70.